Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Heute werden wir gewissermaßen an einer Scharnierveranstaltung stehen. Und bitte wundern Sie sich nicht, dass der erste Teil des Vorlesungsvideos bei Tageslicht aufgenommen ist und der zweite bei Nacht, wie es scheint. Das kommt dann zustande, wenn man vergisst, spät abends in der ersten Spur das Mikrofon anzuschalten und deswegen den Rest noch einmal einspricht. Wir werden uns heute in diesem Scharnier beschäftigen, sowohl mit einer Rekapitulation des bisher in dieser Vorlesung entwickelten, als auch einer Vorausschau auf das, was noch kommt. Und am Scharnier stehen gewissermaßen die grammatischen Effekte dessen, was wir bisher besprochen haben, nämlich das Origo-Modell und das Organon-Modell von Bühler auf der einen Seite, seine Mori des Zeigens, also die Deixis ad Oculus, die anaphorische Deixis und die Deixis am Phantasma und den Überlegungen, die wir kurz eingeführt haben mit dem Perspektivitätsbegriff, so wie ihn Köller entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute auf ein besonderes Lied noch hinzugehen, das ich ausgewählt habe, nicht wegen des Inhalts, das hätte eine eigene Analyse gebraucht, sondern weil es tatsächlich die Effekte, die wir hier beschrieben haben, besonders gut zusammenfasst und auf den Punkt bringt und noch einige andere Effekte mehr, die man typischerweise nicht unter den systematischen Überlegungen von Sprache und Raum zusammenführt, immer nämlich dann, wenn es um metaphorische Bezüge geht oder zum Beispiel um sprachhistorische Bezüge, die mittlerweile verdecken, dass besondere oder bestimmte Wörter ursprünglich einen räumlichen Bezug hatten und diesen heute nicht mehr aufweisen. Und das lässt sich aber am Beispiel viel besser entwickeln. Bevor wir aber an diesem Punkt angelangt sind, würde ich Ihnen ganz gern das Thema vorstellen. Wir sind jetzt hier in den Stimmkörpern und Raum im dritten Teil und den grammatischen Effekten. Und was ich jetzt gern tun würde, ist, dass ich alle einzelnen Modelle, die wir bisher beschrieben haben, und die sind ja sehr basal gewesen, also das Origo-Modell und das Organon-Modell, sind jetzt in ihrer Form und in ihrer theoretischen Tiefe jetzt nicht vergleichbar mit anderen Konzepten, die wesentlich voraussetzungsreicher sind, dass ich diese einzeln nochmal durchgehe und Ihnen dann am Beispiel Material zeige, wie wir an bestimmten sprachlichen Strukturen die Effekte genau dieser Modelle nachweisen können und umgekehrt, wie man aus solchen Effekten eben solche Modelle entwickelt. Das war ja die Perspektive, die Bühler eingenommen hat. Sie erinnern sich, dass er an einigen Stellen über das Indoeuropäische gesprochen hat, das dann zum Germanischen und zum Deutschen hin bestimmte sprachliche Strukturen hervorbringt. Aber so weit will ich es gar nicht treiben. Wenn Sie das interessiert, darf ich Sie einladen, dass Sie die Vorlesung zum Sprachwandel sich genauer anschauen. Das ist eine Vorlesung gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Wintersemester 2019. Die verlinke ich als Infokarte in diesem Video. An Literatur bleibt es immer noch basal. Heute noch einmal greifen wir auf Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft ein Rieder zurück mit der Einführung von Bühler und Wilhelm Köllers Perspektivität und Sprache. Dazu kommt, und das verlinke ich auf den jeweiligen Slides, lediglich das GRAMIS, das grammatische Informationssystem des IDS Mannheim. Ich würde empfehlen, dass Sie das konsultieren und ich zeige Ihnen heute, was Sie damit machen können. Wenn Sie auf der schnellen Suche nach der Klärung von spezifischen Begriffen sind, dazu kann ich nur ermuntern. Ja, wieder aufgenommen sei, übrigens auch eine sehr schöne räumliche Metapher, der Ansatzpunkt von Karl Bühler, nämlich in den Modi des Zeigens, Deixis ad Oculus, die anaphorische Deixis und die Deixis am Phantasma, das waren die drei zentralen Zeigemodi, die er mit dem Origo-Modell kombiniert, indem er postuliert, dass von meiner Position aus, also von mir, ich
im Hier und Jetzt aus verwiesen wird, sprachlich, also zunächst deiktisch mit Zeigegesten, dann aber auch sprachlich auf das, was vor mir und hinter mir liegt, zeitlich wie räumlich und rechts und neben mir zeitlich wie räumlich. Und interessanterweise wird dieses ganz einfache Modell, das hier noch einmal wiederholt sei, zur Grundlage dessen genutzt, um lokale Bezüge herzustellen und vor allen Dingen das zu klassifizieren, was wir in der Sprachwissenschaft dann die sogenannte Lokaldeixis nennen. Wenn Sie sich zurückerinnern, hat Bühler zwei zentrale Dinge unterschieden, die wir nebenbei eingeführt haben, die sogenannten Zeigwörter, das wären im engeren Sinne Deiktika, und dann sogenannte Nennwörter. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir in dem zweiten Teil dieser kurzen Einführung. Ich sage es schon mal jetzt, es geht da beispielsweise um Toponyme, wenn sie einen räumlichen Bezug aufweisen. Gramme ist das grammatische Informationssystem des Instituts für deutsche Sprache, hatte ich bereits angesprochen. Das ist eine Online-Ressource, die ganz unterschiedliche Elemente fasst. Die kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie so einen ersten Einstieg versuchen in ein Thema. Und das habe ich hier für Sie gemacht, nämlich indem ich mich bei Grammis darüber informiert habe, wie Grammis lokal Deiktika differenziert. Es ist vollkommen gleich, in welche Grammatik Sie schauen. Das kann die Duden-Grammatik sein. Et voilà. Oder das kann eine Syntaxtheorie sein. Oder das kann auch sein, eine klassische Syntax. Ich habe jetzt hier nur zur Hand am Schreibtisch im Moment den Erums 2000. Ja, also das ist Erums 2000. 2000 ist herausgegeben. Das ist nicht der Name Syntax der deutschen Sprache. Sie können den Eisenberg nehmen, Sie können Christa Dürscheid heranziehen und eine ganze andere Menge funktionaler Grammatiken. Und diese alle beziehen sich immer auch auf Deiktika, denn sie müssen eine Position beziehen im Kontext von Adverbialen. Und Adverbiale spielen eine Rolle sowohl als Wortart als auch als funktionale Adverbiale, die also als Adverbial gebraucht werden. Und dann kommen sofort die Präpositionalgruppen oder Präpositionalphrasen mit lokalen Präpositionen ins Spiel. Und tun wir aber einmal so, als ob wir jetzt uns auf Grammis konzentrieren und nicht diese unterschiedlichen Kategorisierungsversuche hier beschreiben, denn darauf kommt es mir jetzt nicht an. Ich will Ihnen nur zeigen, wie breit gefächert dieses Feld ist. Wenn wir erstmal von der Lokaldeixis ausgehen, im engeren Sinne, dann unterscheidet Grammis die Personendeixis, also das haben Sie gesehen im Origo-Modell von Bühler, ich und mich, also die Reflexivbeziehungen, dann mir, also das heißt, dass ich etwas als Rezipient, als Benefaktiv erhalte, meiner, dass etwas possessiv zu mir gehört. Und das Ganze können Sie natürlich mit allen Personalpronomina durchdeklinieren, die Sie zur Verfügung haben, die das Deutsche zur Verfügung haben. Dann wird differenziert die Objektdeixis. Interessanterweise hier auch mit Fragepronomina, also W-Objektdeixis, der, die, das, dem, er und so weiter und so fort. Hier geht es um zum einen um Artikel, ja. Aber hier nicht als Artikel aufgefasst. Also Sie mögen die Form von Artikeln haben. Es geht hier um Formsynkretismus. Gemeint sind hier Demonstrativpronomina, mit denen Sie auf etwas zeigen können und üblicherweise damit auch die Zeigegeste verbinden. Sie erinnern sich vielleicht an den Satz als Kind, man zeigt nicht mit nackter Hand auf angezogene Leute. Meistens begleitet natürlich mit der und dem und schau mal der und schau mal die. Genau das ist hier gemeint. Dann haben wir die Lokaldeixis im engeren Sinn. Hier wird es interessant, werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Auch hier mit W Lokaldeixis angegeben, also mit der Frage danach. Hier, da und dort. Das sind die Lokaldeiktika im engeren Sinne, die auch bei Bühler im Organon-Modell eine zentrale Rolle spielen. Mit denen verweisen sie auf einen bestimmten Ort, ohne aber ihn in eine Relation zu setzen. Sie zeigen nur auf ihn. Entschuldigung. Und daneben noch die sogenannte Direktionaldeixis, also die
und wieder mit Fragepronomina versehen. Dahin, dorthin, wohin und woher. Damit wird eine bestimmte Richtung angegeben, ein bestimmter Pfad vorgezeichnet. Und das sind im Wesentlichen auch die drei Elemente, die Sie brauchen, um sich im Raum zu orientieren, nämlich Startpunkt hier, Zielpunkt dort und den Pfad dorthin. Das sind die drei zentralen Elemente, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen werden, denn die sind für die Konzeptualisierung von Raum eminent wichtig und prägen deshalb auch sprachliche Strukturen in ganz besonderem Maße. Grammes unterscheidet dann oder ordnet einen Teil dieser Lokaldeiktika als nicht perspektivische Lokaladverbialia ein. Und Sie sehen schon, die Adverbien hier, da und dort werden als primäre Lokaldeixis klassifiziert, also das heißt Elemente der lokalen der primären Lokaldeixis. Das heißt, das sind diejenigen, die, wenn man so will, in besonderem Maße prototypisch sind, wenn man über Lokaldeiktika spricht. Und das können Sie sehr schön in Relation setzen zu dem Origo-Modell von Bühler. Daneben Präpositionalgruppen mit Präpositionen. Jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Ha, nee, ich sag's mal, in den Augen, also da krabbelt es mir nämlich gerade. Auf dem Bauernhof, bei dem Haus und innerhalb des Gebäudes. Das wären Präpositionalgruppen mit Präpositionen. Dann haben wir Präpositionaladverbien darin, daran, darauf, daneben und dabei. Also das heißt, die mit Präpositionen gebildet sind, aber üblicherweise als Adverbiale gebraucht werden und die sehr nahe stehen an der primären Lokaldeixis, aber immer sehr konkrete Positionierungen beinhalten, nämlich wenn man so will, dass sie in besonderem Maße eine Position von einem Sprechpunkt aus im Hinblick zum Beispiel auf ein Objekt bezeichnen. Schauen wir doch mal aber auf die Aspekte der Perspektivität. Hier hatten wir gesagt mit Köller, dass es zentral ist, dass eine Person sich mit einer sprachlichen Äußerung von ihrem Sprechpunkt aus und im Blick auf einen wie auch immer gearteten Horizont, auf dem sie einen Fluchtpunkt wählt, äußert und deswegen aufgrund der eingenommenen Perspektive es so ist, dass sich bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte in einer besonderen Art und Weise zeigen. Und sie eben immer nur bestimmte Aspekte dieser Wahrnehmungsgegenstände, also Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte, in einer bestimmten sprachlichen Perspektive sehen. Das geht so, das fängt da an, dass wenn Sie über den einen Gegenstand sprechen, nicht zugleich über einen anderen sprechen. Wenn Sie von einer bestimmten Perspektive aus über zum Beispiel ein Gebäude sprechen, immer nur eine bestimmte Seite des Gebäudes thematisieren können, aber nie seine Rückseite, weil Sie immer. Und das ist bei diesen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten im Rückgriff auf die Origo von Bühler sehr interessant, weil sie immer nur das, was sie sehen können, mit einer Deixis ad oculus und zum Beispiel einer Zeigegeste illustrieren können, während sie die Seite, die sie nicht sehen, immer sofort anaphorische Deiktika erfordert, wenn es sich um konkrete Dinge handelt. Und diese spezifische Perspektivität, die der Kommunikation eingeschrieben ist, also die kommunikative Perspektivität und die spezifische kognitive Perspektivität sprachlicher Zeichen, die konventionalisiert ist, lässt sich besonders an den Lokaldeiktika zeigen, denn die sind in der Sprachgeschichte zurückreichend, wie wir bei Bühler gesehen haben, im Detail und im Speziellen schon sehr, sehr alt. Das heißt, hier haben wir sprachliche Elemente, die sich durch die Sprachgeschichte konstant verfolgen lassen, wofür aber hier in dieser Vorlesung, zumindest jetzt an dieser Stelle, noch nicht der Raum ist, um das auszufalten. Diese Perspektivität würdigt Grammis als Informationssystem aber in einer
weiteren Klasse. Also wir haben die nicht perspektivischen Lokalalphabialia und die perspektivischen. Und das sind die Ausdrücke, die bei der Lokalisierung eine Perspektive zugrunde legen. Von einer Quelle aus werden dreidimensionale Raumregionen eingeführt, die die jeweiligen Sachverhalte oder Ereignisse situieren. Und dann gibt es einfache dimensionale Lokaladverbialia, so wie oben und unten. Sie sehen hier, die sind differenziert nach Adverb und Präposition und beziehen sich auf die vertikalen Achsen oben, unten, über und unter. Dann haben wir horizontal vorn, hinten, vor und hinter und horizontal in der auf der X-Achse gewissermaßen. Links, rechts, daneben, rechts, links, rechts und neben. Das sind die Achsen, die Bühler im Origo-Modell gezeichnet hat und mit denen wir uns im Raum bewegen, in Raum und Zeit. Sie sehen schon, etwas liegt vor mir. Das ist ein metaphorischer Bezug, das können Sie ganz konkret verstehen. Im Sinne, dass etwas lokaldeiktisch, können Sie darauf zeigen, vor Ihnen liegt. Allerdings können Sie das genauso gut räumlich verwenden, zeitlich verwenden. Dann würden Sie auf den sprachlichen Ausdruck als Ressource zurückgreifen, um eine zeitliche Konzeptualisierung zu meinen und mitzumeinen. Daneben haben wir schwellen- und grenzbezogene Lokaladverbialia. Diesseits und jenseits wären solche Schwellenmarkierer, mit denen Sie noch nicht über eine Schwelle sprechen müssen, aber wenn Sie über ein Diesseits und ein Jenseits gehen und sprechen und das dahin verweisen, dann markieren Sie so eine Grenze, einen Übertritt gewissermaßen und daneben noch die Adjektive östlich-nördlich, die adverbial gebraucht werden können als Himmelsrichtungen für dimensionale oder perspektivische Lokaladverbialia. Deutlich kann man sich das Ganze an einem Beispiel machen. Das sehen Sie hier auf dem Bild, dass man nur mit der Frage kommentieren muss, ist der Kopf des Mannes, der den Handstand macht, oben oder unten? Interessanterweise können Sie hier verschiedene Antworten geben, je nachdem, an welchem Bezugssystem Sie sich orientieren. Also soll heißen, von welchem Punkt aus Sie auf welche Art des Horizonts schauen und welchen Fluchtpunkt Sie setzen, stellt sich für Sie diese dreidimensionale Erscheinung, die Sie wahrnehmen, je anders dar. Also, wo befindet sich der Kopf des Mannes, der den Handstand macht? Entweder Sie orientieren sich an den Körperachsen, dann wäre der Kopf oben, oder Sie orientieren sich an der Gravitation, dann wäre der Kopf unten. Oder Sie orientieren sich vielleicht auch am Horizont, den Sie sehen. Und auch dann wäre der Kopf des Mannes unten, also unter dem Horizont. Und ich verweise schon mal hier mit einer Quelle auf genau diesen Zusammenhang Space and Language and Cognition, mit dem wir uns in den nächsten Vorlesungseinheiten beschäftigen werden, nämlich mit einem Zug in die kognitive Linguistik, die sich genau solche Fragen stellt, also wie verwenden wir Metaphorisierungen von Raumbezügen und warum orientieren, können wir uns im Raum orientieren, selbst wenn wir unterschiedliche Bezugspunkte einnehmen. Das Interessanteste ist nämlich, dass Sie, egal welche Form Sie wählen, egal ob Sie sagen, der Kopf ist oben oder unten, Ihre Mitmenschen, mit denen Sie sprechen, Achtung, und hier greift das Organon-Modell wieder, verstehen, was Sie sagen. Denn Sie gehen davon aus, dass Sie intentional die Position markieren und schließen, ohne dass das reflektiert werden muss, auf Ihr jeweiliges Bezugssystem. Wir hatten in der Vorlesung schon das Beispiel mit, wir fahren hoch oder runter an die Ostsee. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes auch. Das sind zwei unterschiedliche Bezugssysteme, an denen Sie sich orientieren. Und Ihr Gegenüber schließt aber also nicht automatisch, aber zumindest nicht reflektiert oder nicht artikuliert, ja, diese Reflexion artikulierend auf Ihr Bezugssystem. Und das ist im Wesentlichen eine Leistung unserer Kognition und des Willens von uns miteinander in der Kommunikation, den anderen nicht missverstehen zu wollen.
Dann der dritte Schritt hatten wir hier im Kontext der Vorlesung mit den Modi des Zeigens am Beispiel der anaphorischen Deixis. Wenn wir hier entlang gehen, kommen wir in die Stadt, kommen wir zur Stadt. Hier hatte ich hervorgehoben, dass es diese primären lokaldeiktischen Elemente, also wie hier, aber Sie sehen schon, es gibt auch direktionale, wie entlang zur Stadt. Damit hätten wir eine Präposition, die auf einen Ort hinweist. Wir hätten, und das zeige ich jetzt noch nicht, mit Stadt eine Kategorisierung von Toponymen, nämlich von Siedlungsbezeichnungen und Klassifizierungen. Eine Stadt ist eine Siedlung, die wiederum für sich genommen je Städtenamen haben. Also das heißt, und dann würde man hier von Toponymen sprechen. Aber mir geht es jetzt gar nicht um die Toponyme, dazu kommen wir noch, sondern mir geht es um die Verben gehen und kommen. Wie Sie an dem Beispiel schon sehen, sind es beides Bewegungsverben, die dieselbe Handlung meinen, nämlich dass man eine Strecke läuft, sich fortbewegt. Allerdings hat gehen eher durativen Charakter, also das heißt kein Anfang und kein Ende, während kommen eher perfektiv ist. Also das heißt, wenn Sie kommen, sind Sie irgendwann, und das ist eingeschlossen hier, angekommen. Und das bedeutet, dass diese Handlung einen Verlauf hat und irgendwann einen Schlusspunkt. Und das wäre dann ein perfektives Verb. Beide sind Bewegungsverben. Und da blicken wir jetzt drauf. Sie können Verben auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen klassifizieren. Und ich zeige Ihnen hier nur mal einen Bruchteil dessen, was man mit Bewegungsverben anstellen kann. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Sie, wenn Sie wollen, diese Klassifikationsübersichten in allen Grammatiken finden. Und auch da wiederum gibt es Bereiche, die eher besser einleuchten und die eher nicht so deutlich einleuchten. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, hier durative Bewegungsverben zunächst und perfektive Bewegungsverben zu unterscheiden, ganz genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Es gibt halt die Bewegungsverben, die weder Anfang noch Ende einer Handlung markieren, so etwas wie laufen, gehen, schwimmen, fahren. Und perfektive Bewegungsverben, die ganz häufig zusammengesetzte Verben sind, so etwas wie losgehen, also da wäre der Startpunkt markiert. Ankommen, das hatten wir gerade am Beispiel, ist die Bewegung markiert und dann der Schlusspunkt der Bewegung. Wegfahren, einkehren und so weiter und so fort. Sie können beliebig viele Beispiele bilden. Darauf kommt es mir jetzt gar nicht an, sondern eher auf die Unterscheidung zwischen durativem Bewegungsverb und perfektivem Bewegungsverb. Und daneben haben wir noch die pfadmarkierenden Verben. Habe ich jetzt hier beim Beispiel mit Bildungen von Fliegen, Abfliegen, Vorbeifliegen und Landen. Da hätten Sie einmal so diesen Bewegungsablauf markiert, diesen Pfad markiert. Und das sind wiederum die drei Punkte, die ich vorhin auch meinte. Also um sich im Raum zu orientieren, brauchen Sie im Wesentlichen eine Quelle, ein Ziel, also ein Startpunkt, ein Ziel, idealerweise so etwas wie eine Richtung oder ein Pfad. Und Sie haben immer unterschiedliche Elemente, um diese drei Aspekte zu markieren. Und dazu zählen eben nicht nur Lokaladverbial, darauf kommt es mir an, oder irgendwelche Präpositionalgruppen, die adverbiale Funktionen übernehmen können, sondern es gehören Verben dazu, ganz zentral. Und eine besondere Gruppe zeige ich Ihnen auch noch, das sind die sogenannten Geräusch- als Bewegungsverben, ein sehr schönes Thema der kognitiven Grammatik und Konstruktionsgrammatik. Hier ist es so, dass Sie einen Agens annehmen, der ein spezifisches Geräusch macht beim Bewegen. Und wenn Sie das kombinieren mit einem, zum Beispiel mit einem typischen Adverbial, also hinaufschnaufen, dann haben Sie ein Bewegungsverb, das eigentlich ein Geräuschverb sei. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in der Vorlesung noch an anderer Stelle an. Illustrieren möchte ich es ganz kurz noch einmal an, wenn man das alles zusammenfasst, nochmal zurück auf Köller und die Frage der Perspektivität. Wo stehen wir, wenn wir etwas sagen und was sehen wir und wie bezeichnen wir es? An den Beispielen Versikern und Einsikern. Sie sehen hier den jeweils selben Sachverhalt, nur aus zwei vollkommen unterschiedlichen Perspektiven. Und im Englischen Seep Away und Seep In sehen Sie noch
viel deutlicher die Bewegung, die hier eine Rolle spielt. Also es geht hier um Bewegungen von Wasser, also von Flüssigkeiten. Auch das werden wir uns in der Vorlesung noch genauer anschauen, weil damit eine zum Beispiel alle Metaphern zusammenhängen, die sich mit dem Strömen von Flüssigkeiten beschäftigen. Und das sind in der Sprache tatsächlich sehr, 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 sehr viele. Also das heißt, der Rückgriff darauf, auf diese angenommene Bewegung von Gewässer, ist eine der häufigsten, oder nicht eine der häufigsten, da müsste ich jetzt quantitativ Daten vorlegen, aber eine sehr häufige Form oder eine Quelldomäne für Metaphern der Bewegung im Raum. Ja, zum Schluss, Toponyme. Ich hatte es schon vorhin angedeutet. Die Stadt, können Sie jeden beliebigen Stadtnamen einsetzen, ist eine mehr oder weniger eine Kategorie für bestimmte Siedlungsformen. Dieser Kategorisierung einer Siedlungsform haben Sie natürlich spezifische Städtenamen. Das gilt allerdings auch für Landschafts- und Ländernamen und für Flurnamen. Toponym vielleicht ganz kurz, also der Ortsname. Und leider ist die Veröffentlichung Toponyme, Standortbestimmungen und Perspektiven noch nicht erschienen. Ich habe sie Ihnen dennoch hier als Literaturangabe empfohlen von Katrin Träger, Ritter Häuser und Michael Prinz herausgegeben. Soll Ende Mai diesen Jahres soweit sein, dass es in der RGL als Band 326 erscheint bei den Kräuter. Wenn Sie das interessiert, Toponomastik ist der Fachbereich, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf dieses Buch zu warten und reinzuschauen. Kann ich es nur empfehlen, also Katrin Träger und Michael Prinz sind ausgewiesen in dem Bereich der Toponomastik. Vielleicht noch mal ganz kurz, also Landschafts- und Ländernamen, hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns um Areale bemühen, zum Beispiel mit einer politischen Ordnung, also sowas wie Sachsen oder die BRD. Daneben aber auch Ozeanbezeichnungen oder großflächige Regionen, also die Lommatscher Pflege zum Beispiel hier in der Nähe von Meißen in Mittelsachsen, wo es die für ihren Obstbau bekannt ist. Dann also die Flurnamen, also das sind üblicherweise Berge, Gebirge, Talzüge, Küstenregionen. Die Dresdner Heide wäre so ein Flurname. Dann haben wir Gewässernamen, das mag irgendwie einleuchten. Jeder Bach, jedes Rinnsal, jeder Fluss hat einen Namen, Seen und so weiter und so fort. Und wie ich vorhin schon gerade eben andeutete, sind die Übernahmen aus sich bewegenden Flüssigkeiten, also wie Wasser, ein sehr wichtiger Quellbereich für, also nicht nur für den Quellbereich, ja, sondern auch für den Zielbereich von Metaphern. Daneben haben wir Siedlungsnamen, das hatte ich schon kurz angesprochen. Es gibt Gebäudenamen und Namen spezifischer Institutionen, die in bestimmten Gebäuden seit Jahrhunderten platziert sind. Der Vatikan wäre so ein Beispiel. Die Peterskirche, da weiß man in der Regel auch, was damit gemeint ist, die dann tatsächlich sofort mit einem konkreten Ort verbunden werden und entsprechend auch konzeptualisiert werden. Und Straßennamen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sehen hier, es ist eine bunte Vielfalt von Ortsbezeichnungen und Ortsnamen, die uns sprachlich helfen, uns in der Welt zu orientieren und zu bewegen. Und das sind im Wesentlichen die drei zentralen Punkte, auf die ich mich jetzt erstmal konzentrieren möchte. Es geht im Wesentlichen noch nicht um Metaphorisierungen und so weiter und so fort, sondern es geht erstmal nur um diese ganz konkreten Bereiche, nämlich die perspektivischen und die nicht perspektivischen Lokaladverbialia, also die Basis der Lokaldeixis, wenn man so will. Dann geht es um Verben, nämlich durative Bewegungsverben, perfektive Bewegungsverben, pfadmarkierende Verben und Geräusch als Bewegungsverben. Und zum Dritten die Toponyme. Und das sind drei Großbereiche, in denen man die Beziehung von Stimmkörpern und Raum beobachten kann und auch beschreiben kann, wie diese
grundlegenden Überlegungen von Bühler zur Origo und zum Organon-Modell sich an grammatischen Effekten beschreiben lassen. Das heißt, wie unsere sprachliche Struktur gewissermaßen um die lokalräumliche Verortung eines Sprechers herum wächst. Und das ist ein sehr interessantes Thema, das wir im Verlauf der Vorlesung immer wieder aufgreifen werden. Für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Also wenn Sie das erstmal mitnehmen, dass man das Lokalbezüge eben nicht nur sind, auf ein Hier und auf ein Dort zu verweisen, sondern dass wir ein sehr, sehr breit ausdifferenziertes Spektrum an sprachlichen Strukturen haben, mit denen man räumliche Bezüge zum Ausdruck bringen kann, also in Perspektive stellen kann. Und diese grammatischen Effekte sind aus meiner Sicht besonders dann interessant, wenn man einen Ausblick wagt auf die kognitive Linguistik. Und genau das werden wir in der nächsten Woche tun. Deshalb schon hier einmal eine Vorschau auf spezifische Aspekte. Ich zeige Ihnen nur die Arbeiten von Holger Dissel zu den Demonstrativa. Auf die lenke ich hier nur mal den Blick. Wenn Sie etwas lesen wollen in dem Bereich, empfehle ich Ihnen George Lakoffs Women, Fire and Dangerous Things. Das ist für den Einstieg ganz gut geeignet. Müssen wir aber nicht heute machen, sondern das machen wir in der nächsten Woche. Ja, und damit würde ich ganz gern diesen einführenden ersten Teil der Vorlesung beschließen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst: Wir haben uns mit den zentralen Konzepten Origo, Organon, Perspektivität und den Modi des Zeigens beschäftigt und heute in der Vorlesung sie auf sprachliche Mittel angewendet oder sprachliche Mittel dem zugeordnet, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen, nämlich zum einen mal primären Lokaldeiktika, dann perspektivischen, nicht-perspektivischen Lokaldeiktika oder Lokaladverbialia. Dann haben wir uns mit Verben beschäftigt, nämlich den nur wiederum einer Auswahl, nämlich den durativen und den perfektiven Bewegungsverben und den pfadmarkierenden Verben und dann zum Schluss einen Blick auf die Nennwörter geworfen. Nämlich Nomina, die einen lokalen Bezug herstellen und im Bereich der Toponomastik untersucht werden, also Toponymen, die auch einen Bezug von einem Stimmkörper zu einem bestimmten Punkt im Raum realisieren. Ich würde jetzt mit Ihnen ganz gern in das Beispiel schauen. Wir hören uns anders als sonst diesmal recht kommt von Jan Böhmermann, also als Polizistensohn an. Und ich würde ganz gern, auch anders als sonst, habe ich die Lyrics, lasse ich durchlaufen und habe mich deshalb für die Clean Version, also die nicht explizite Version, entschieden. Wenn Sie möchten, können Sie auch die explizite hören, um an diesem Beispiel zu illustrieren, dass wir eine oder auf wie vielen Ebenen wir räumliche Bezüge nachweisen können und wie dicht so ein Text beispielsweise mit der Verortung, mit der sprachlichen Verortung im Raum und zu Raum umgeht. Und damit das anders als sonst, wir hatten uns ja sonst auf einzelne Beispiele beschränkt, mal in Summe sichtbar wird, habe ich mich für zu diesem Schritt entschieden. Vielleicht vorher noch ganz kurz, der Text selbst, den teile ich in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung. Und wir schauen nach der Analyse auch noch einmal gemeinsam auf den Text und diskutieren ihn aus. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal viel Spaß und Freude beim Hören und wir sehen uns dann oder hören uns dann nach dem Lied wieder in der Analyse zum Text. Also bis dahin, bis gleich.
Es gibt eigentlich nur einen Satz, dass man so behandelt wird, wie man in den Wald hineinkommt. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist schwierig, gegen den Strom zu schwimmen. Und Verschlungen bedeutet auch Opfer, Opfer. Jetzt gibt es Treibjagd auf Flansburg, Kickdown mit GG. Beschlossen und verkündet, hier kommt Kavallerie. Diktaturen, so macht Fälle, aber ich fahr AGB. Jurafon gibt Schelle, Attacke an Waldarmee. Die Fahrradkette in die Fresse und deine blutet auf Titelseite Lügenpresse. Jura Judo 10. Dann hat offensiv verteidigt. Wer will was von wem woraus? Guck nicht so beleidigt. Die ganze Kack lutscht doch auch bei Alternative. Ich zeige euch Baerbeck mit Judikativ. Mein Schutzbereich, was widerspricht kollegialem Gruß nach Akteneinsicht Kieferpro. Rule of Law ist Polizistensohn DNA. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Du Einzelfall meinst, Rechtsstaat ist deins. Aha, du Pater bist Rechtsstaatsfeind Nummer 1. Guck mal hoch. Rechtsstaat steht über dir und lacht. Rechtsstaat 5 vor 12 per Fax in der Nacht. Rechtsstaat zerwackelt das Schabo. Rechtsstaat Verfassungspatriot. Rechtsstaat Sessentuber, Karlsruhe so. Rechtsstaat Zivilisation. Rechtsstaat, das ist Next Level Shit. Rechtsstaat und alle machen mit. Es ist eine traurige Wahrheit, dass wir unserem Affenzustand noch sehr nahe sind und dass die Zivilisation nur eine sehr dünne Decke ist, die sehr schnell abblättert. Tick-Tack, du Primat, Recht kommt langsam und hart. Recht gewinnt eiskalt wie Stalingrad. Ricke-Racke malt Justiz dich mit Geklacke. Prüft weisungsgebunden und leg dich an als Akte. Tipp, 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 klack, wer tippt so spät in der Nacht? Staatsanwältin Machete hat Anklage gemacht. Du bist von oben herab, dann guck mal nach oben. Justice kommt in dich, Schmindi in zuckersüßen Roben. Hörst du in der Ferne, Pupo Pontus Roll. Instanzenzug in Fahrtrichtung, Rechnung und Kontrolle. Justiz macht die Mucke und zwingt dich zum Dancen. Pump mit der Power von tausend Ingolenzen. Leserattenbande mit 1-2 Staatsexamen. Das wollen wir doch mal sehen, das schauen wir uns mal an. Volljuristen nicht bei Tisch, verziehen keine Miene und richten über dich mit Frikadelle in Kantine. Gruß aus der Küche. Rechtsstaat steht über dir und lacht. Rechtsstaat 5 vor 12 per Fax in der Nacht. Rechtsstaat zerwackelt das Schabo. Rechtsstaat Verfassungspatriot. Rechtsstaat Sessentuber, Karlsruhe so. Rechtsstaat Zivilisation. Rechtsstaat, das ist Next Level Shit. Rechtsstaat und alle machen mit. Auf die Knie und leck, hier kommt die blinde F*** mit der Waage. Rassier dich mit Schwert, wenn du nicht machst, was ich dir sage. Selbstgerechte Götter pumpen Luft, okay, steh ich drüber. Der Geist, der in mir atmet, flüstert, nie wieder. Einzelne Justitis, in jeder Stadt steht mein Palast. Ich hol dich aus der Scheiße und ich schmeiß dich in den Knast. Unantastbar, Kraftwaffe, ich mach's dir frei und gleich. Liebe und beschirme mir, ist mein Wille und mein Reich. Rechtsstaat steht über dir und lacht. Rechtsstaat 5 vor 12 per Fax in der Nacht. Rechtsstaat zerwackelt das Schabo. Rechtsstaat Verfassungspatriot. Rechtsstaat Sessentuber, Karlsruhe so. Rechtsstaat Zivilisation. Rechtsstaat, das ist heavy Allmann Shit. Rechtsstaat und alle machen mit. Rechtsstaat, nicht zu viel, nicht zu wenig. Rechtsstaat, Kunde ist König. Rechtsstaat und alle stehen stramm. Rechtsstaat, verdammt, tam, tam, tam. Rechtsstaat, und wird exekutiert. Rechtsstaat, und jetzt wird gleich Schritt marschiert. Rechtsstaat, Attention, mein Freund. Rechtsstaat, hör nicht, was Recht sagt, hör nur, was Recht meint. So, ich hoffe, das war gut nachvollziehbar. Anders als sonst habe ich Ihnen nicht das Video gezeigt, sondern ich habe tatsächlich nur die Autospur selbst eingespielt und habe mir gleichzeitig das Recht herausgenommen, einzelne Aspekte in diesem Liedtext schon so für Sie zu markieren, dass wir uns auf bestimmte Phänomene jetzt noch einmal konzentrieren können. Und die würde ich Ihnen ganz gerne vorstellen. Bisher war es so, dass wir auf der sprachlichen Oberfläche offensichtliche Phänomene beleuchtet haben als grammatische Effekte, nämlich Lokaladverbialia, Verben, also inklusive durativen und perfektiven Bewegungsverben, Geräusche als Bewegungsverben und Toponyme. Ja, also das sind so typischerweise die Einheiten, die man hier beschreibt. Ich würde Ihnen aber ganz gerne noch zeigen, dass das Ganze natürlich auch noch eine historische Perspektive hat, wenn man in Richtung
kognitive Grammatik schaut, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, denn viele Begriffe, die wir heute verwenden und viele Wörter, die wir heute verwenden, haben ehemals lokal primäre Konzepte, die oder sind primär lokal konzeptualisiert, die man heute in der Art und Weise nur noch in einem übertragenen Sinne versteht und wo diese ursprüngliche Bedeutung eigentlich verschwunden ist. Ich würde jetzt aber mal ganz gern mit Ihnen durchgehen und mir diese Beispiele noch einmal genauer anschauen, bevor wir dann in einer eigenen Übung noch einmal auf bestimmte Phänomene schauen können. Nun zunächst, es mag sein, dass ich jetzt nicht alle Phänomene hier herausgearbeitet habe, die man noch zusätzlich hätte herausarbeiten können. Das sehen Sie mir bitte nach. Ja? Okay, zunächst der Satz. Der Satz kommt primär von Sätzen. Sätzen ist ein, wenn man so will, ein perfektives Bewegungsverb, nämlich das bedeutet, dass man sich hinsetzt. Und ist eines der ältesten Verben, die wir gut dokumentiert nachweisen können. Und hat natürlich damit ursprünglich einen räumlichen Bezug, nämlich in dem es darum geht, etwas richtig zu platzieren. Ich gehe mal weiter im Text. Wie man in den Wald hineinruft. Hier haben Sie natürlich erstmal eine verfestigte Mehrworteinheit, also ein Sprichwort. Es geht nie darum, in diesem Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, sondern es geht eher um Reziprozität in der Kommunikation. Allerdings sind in dieser verfestigten Mehrworteinheit Lokalpräpositionen, also in den Wald, mit Lokaladverbialen und hineinrufen ist eine mehr oder weniger eine, ist ein direktional eingeschrieben mit hinein. Das hatten wir vorhin in den perspektivischen Lokaladverbial, ja. Das nächste, gegen den Strom schwimmen, auch das wiederum ist eine verfestigte Mehrworteinheit mit einem Bewegungsverb schwimmen, gegen als eine Präposition, die einen Richtungswechsel andeutet oder etwas einen Widerstand andeutet. Und Strom ist natürlich auch ein, sagen wir mal so, eine Entität, die sich bewegt, also das heißt eine Überkategorie für Gewässernamen. Wenn Sie so wollen, könnte ich Ihnen jetzt auch noch schwierig herleiten, weil es ein falscher Freund ist. Ja, also das heißt, die Herleitung bezieht sich eben nicht auf schwer oder nicht primär. Das würde ich deswegen an dieser Stelle unterlassen, aber Sie sehen, schon in diesen ersten 5 Versen haben Sie räumliche Bezüge, die grammatisch kodiert sind, noch und nöcher. Vorstellungen, ja, glaube ich, muss ich an der Stelle jetzt gar nicht weiter ausbuchstabieren, wenn wir uns auf diese Ebene schon bewegen, stellen und etwas vor sich hinstellen. Das hat die ähnlich greifbare Bedeutung wie etwas begreifen und hat deswegen auch einen unmittelbar räumlichen Bezug, indem man metaphorisch nachahmt, dass man etwas vor die eigene Wahrnehmung hinstellt. Wenn Sie so wollen, geht es hier um den Bezug zwischen der Deixis ad oculus, die begriffsbildend wirkt, aber es geht natürlich um anaphorische Deixis und Deixis am Phantasma. Interessant ist Treibjagd. Treibjagd im nächsten Vers, nämlich die Treibjagd, verbindet zwei Elemente und sorgt so für eine dynamische Steigerung. Indem man etwas treibt, jagt man es zugleich und umgekehrt. Das heißt, wenn man so will, ist das ein, erklärt das eine Teil den nächsten. Durch diese Verschränkung kommt es zu einer Intensivierung in Treibjagd auf der Standspur. Damit haben Sie einen Ort markiert. Ja, also die Standspur ist ein spezifischer Ort mit einer Präposition hier. Kickdown ist sehr interessant, denn hiermit ist ein Konzept angesprochen, dass man jemanden zu Boden wirft. Und auch das ist natürlich hat einen räumlichen Bezug. Beschlossen, ich sage jetzt mal ganz kurz wiederum historisch, also von beschließen, einschließen, einhegen. Hier kommt, also das heißt, damit haben wir mehr oder weniger die primäre Lokaldeixis kommen als Bewegungsverb
Und Kavallerie ist die berittene, ist eine berittene militärische Einheit, die durch Bewegung definiert ist. Danach die Welle als Bewegungsattacke, als militärischer Begriff für den Angriff. Danach haben wir die Schriftsätze wieder, das Ballern, also das heißt, dass sie sich schnell bewegen, ja, mit lokalen Präpositionen. Die Presse ist natürlich etwas, das ebenfalls sag mal, räumlichen Bezug herstellt. Und darunter wieder offensive Verteidigung. Das heißt, auch das wieder ist ein Konzept aus der Militärsprache, die hier eingesetzt wird, die sich auch wieder vor allen Dingen mit räumlichen Bezügen verstehen lässt. Ich würde ganz gerne auf Verben mit zerr eingehen, also dass man etwas zerteilt, zerschneidet oder wie im nicht expliziten Liedtext eben anderweitig zerstört. Und der interessante Bestandteil dieses zerr deutet an, dass sie etwas teilen. Ja, also das heißt, dass sie etwas auseinandernehmen. Baerbeck ist der Rücken, also von hinten. Der Schutzbereich also ist auch wiederum, verhält sich wie die Treibjagd. Also wenn sie etwas, einen Bereich, den sie einhegen, erst dann wird das ein Bereich, schützen sie so schon. Und hier noch einmal gekoppelt mit dem Schützen dieses Bereichs, also das heißt, das ist auch ein Konzept, das implizit eine Grenzziehung markiert. Widerspruch wieder da das Dagegen, aber allerdings schon metaphorisch, also nicht nicht gegen etwas ankämpfen, also konkret, sondern gegen etwas sprechen. Das Hineinsehen in Einsicht erkläre ich jetzt nicht weiter. Polizisten, so ein DNA, das war eine Frage, die wir uns beim letzten Mal genauer angeschaut haben. Hier geht es um die inneren Bezüge, das heißt, was an räumlichen Bezügen, und mag es noch so klein sein, auch wenn es hier nicht konkret als DNA gemeint ist, sondern als Wesen und Charaktereigenschaft. Aber auch das wird mit einem räumlichen Bezug, spezifischen räumlichen Bezug hergestellt. Der Einzelfall, das Fallen. Und dann schauen wir in die Richtung der Überblendung in den Chorus, in den Refrain. Und da haben wir einen Bezug nach dem nächsten auf räumliche Effekte. Nämlich, es geht zunächst erstmal darum, dass man nach oben schaut, und von oben schaut das Recht. Und das Recht kommt von oben. Und diese Ballung von Bewegungsverben erzeugt hier tatsächlich eine Up-Down-Bewegung, die unglaublich intensiv ist. Hier nochmal explizit steht über dir, also das heißt, da haben wir ein hierarchisches Verhältnis, das hier abgebildet wird. Interessanterweise 5 vor 12, wir hatten diese Phrase schon als Metapher in der Vorlesung, als Beispiel, wird hier ganz konkret gemacht. Ja, also schauen Sie sich auch das Video dazu an. Auf die einzelnen Präpositionen mit lokalem Bezug gehe ich jetzt nicht mehr ein. Und hier vor wird natürlich nicht lokal gebraucht, sondern hier wird eigentlich der metaphorische Gebrauch ad absurdum geführt, indem es ganz konkret gemacht wird. Wenn etwas wackelt und sich bewegt, Bewegungsverb, sehen Sie wieder auch in der Verniedlichungsform, dass das Hin- und Her-Bewegen andeutet. Das ist ähnlich wie bei Hämmern oder wie bei Sickern. Dann haben wir da also einen Hinweis auf ein mehr oder weniger, ist ein sehr interessantes deiktisches Element, denn hier in dem Fall ist nicht mehr ein Lokaladverbial gemeint, sondern da haben wir schon eine übertragene Bedeutung hin auf eine generalisierte Bedeutung, die auch zeitliche Bezüge hat, die auf eine wie auch immer geartete Situationsdeixis abhebt, die in dem Fall nicht mehr lokal gebunden sein muss. Das Chabot ist der spezifische Kragen, der Juristenkragen. Verfassungspatriot habe ich deswegen markiert. Erstmal wegen dem Bezug zur Heimat. Und zum Zweiten wegen des Verfasstseins. Also das heißt, lässt sich semantisch ebenso wie alle anderen Dinge, die hier schon genannt worden sind in der Reihe, auf einen lokalen Bezug zurückführen, also wie setzen und stellen.
Moment, 0721 ist die Vorwahl, die telefonische Vorwahl von Karlsruhe. Nämlich, man wählt diese vor der richtigen Nummer. Ein zeitlicher Bezug, aber wiederum wie 5 vor 12 längst von diesem lokalen Bezug abgehoben. Karlsruhe Sohn, da hätten wir einen Hinweis auf ein Toponym, auf einen Städtenamen. Next Level Shit, Next Level ist hier metaphorisch gebraucht, aber Next Level ist die nächste Stufe. Also das heißt, die hier natürlich nicht lokal gemeint ist oder mit räumlichem Bezug mehr, sondern in einem Vorstellungsinhalt. Und so können wir weiter durchgehen. Der Affenzustand, dem sind wir sehr nahe. Das heißt, da gibt's eine, sind im übertragenen Sinne hier natürlich gemeint die dünne Decke, die etwas zudeckt, dünn ist und eine flächige Überdeckung ausdrückt. Und wenn etwas abblättert, auch das ist mehr oder weniger ein räumlicher Bezug. Interessant ist K.O. in K.A., was nur einmal zwischendurch gerufen wird. Das bezieht sich auf das Knockout, also das zu Boden gehen. Und K.A. ist das Kennzeichen von Karlsruhe. Also wiederum ein Bezug mit Akronym auf Toponym. Tic-Tac hier metaphorisch gebraucht, ist aber lautmalerisch, also onomatopoetisch, ein Hinweis darauf, dass sich Uhrzeiger bewegen, die man hören kann. Dann das Recht kommt langsam, also konsequent und hart, also im Sinne von schwer, also mit Wucht. Dann haben wir das Gewinnen, wiederum in einem ähnlichen Kontext wie oben die militärsprachlichen Bezüge, Stalingrad als Toponym. Rickerack gemalt, Justiz dich mit Geknacke, das ist eine Umschreibung des durchaus mit räumlichen Bezug gemeinten, ehemals räumlichen Bezug gemeinten, in die Mühlen der Justiz geraten. Dann anlegen hier im Sinne von einen Aktenvorgang anlegen, auch wiederum in einer metaphorischen Bedeutung, die natürlich lokalen Ursprungs ist. Tipp-Tap-Tipp. Klack, tipp, 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 klack, als die Bewegung von Fingern auf einer Tastatur, die wiederum onomatopoetisch angelegt sind, aber natürlich dadurch durch die Bewegung selbst, die sie im Geräusch nachahmen, sehr stark in dieser speziellen Form, nämlich endungslos, auf Comicsprache hinweisen. Ja, also das heißt, das sind spezifische Formen, die endungslose Infinitive darstellen. Und diese wiederum stehen für mehr oder weniger zwischen Bewegungsverben und Geräusch als Bewegungsverben. Also eine sehr interessante Mischung hier. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Dann sehen Sie hier Direktionale von oben herab und schauen mal nach oben. Wiederum das Kommen. Und dann wird es interessant. Hörst du in der Ferne Pupo-Ponchos rollen? Ja, also das heißt, da haben wir den Bezug einer Wahrnehmung, die hier metaphorisch natürlich alles gebraucht wird, nämlich das Rollen von Pupo-Ponchos, ein Bewegungsverb, das interessanterweise aber mit dem Geräusch spielt, also das heißt, wo wir die beiden Aspekte des Bewegungsverbs und des Geräuschs als Bewegungsverb hier in diesem Rollen zusammengefahren haben. Das ist, und das liegt daran, dass natürlich zum einen Dinge rollen können, das können Pupo-Ponchos nicht, aber das könnte man spezieller einer Analyse zuführen. Also das heißt, dass man über den Boden, dass man Ponchos über den Boden rollen hört, ist ein sehr interessantes Bild. Das nächste ist ein toller Begriff, der Instanzenzug, der beschreibt, wie man von Station zu Station in einem Rechtsprozess geht und dass man diesen Instanzenzug einmal angeschoben auch nicht mehr anhalten kann. Und hier haben wir eine komplette Übertragung einer komplexen Metapher, nämlich der Instanzenzug in Fahrtrichtung Recht, Normkontrolle. Ja, also das heißt, da werden auch, wird die Fahrscheinkontrolle mehr oder weniger in diesem Zug in Fahrtrichtung Recht noch mit integriert.
Und das Ganze ist eine sehr komplexe Metapher, die aber mit räumlichen Bezügen spielt. Das schauen wir uns in den nächsten Wochen an, solche komplexen Beispiele. Die Bande, achso, nee, Moment. Das Zwingen, der Zwinger, also das Einzwängen und Einengen, Einsperren, Tanzen als Bewegungsverb, Pumpen ebenfalls als ein Verb, das Bewegung andeutet. Die Bande, jemanden anbinden, festbinden, Beitisch, verziehen. Ja, also man kann eine Miene verziehen oder auch andere Dinge können sich verziehen. Das ist wiederum übertragen gemeint. Über als präpositional Gruß aus der Küche, das heißt, das ist eine feste Mehrworteinheit, aber hier natürlich ebenfalls mit lokalräumlichen Bezügen. Es werden bestimmte Räume benannt, ja, in einer Küche. Und dann sehen Sie wiederum typisch den Kurs, den gehe ich jetzt nicht noch einmal durch. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Bestandteil, nämlich der Einlassung der Justitia. Und hier kommen noch mal ganz andere Aspekte mit ins Spiel, nämlich auf die Knie und so weiter. Hier kommt statt dem Recht Justitia. Wir sehen wieder das Pumpen, aber Sie sehen auch das darüberstehen des Rechts. Also sie kommt von oben und spricht jetzt auch von oben. Und hier wird es interessant, nämlich der Geist, der in mir atmet. Also das heißt, es ist ein lokalräumlicher Bezug. Wir haben die Frage der Inkorporation als ein Thema. Und hier in diesem Aspekt spricht sie über den Geist, der in mir atmet, und der sagt nie wieder. Wenn man weitergeht, haben wir über Körperbeschreibungen, die natürlich hier verfremdet sind, interessanterweise als nicht explizit markiert. Dann haben wir Kategorisierungen von Siedlungen, also Städte. Ja, in jeder Stadt steht, also ist positioniert eine bestimmte Form von Gebäude, nämlich der Palast. Das meinte ich vorhin, dass wir bestimmte Gebäude und Institutionen haben, die als Kategorien funktionieren, auch als Kategoriennamen. Jemanden aus der Scheiße holen bedeutet jemanden retten, aber hier wieder wie die ganzen anderen verfestigten Mehrworteinheiten natürlich sprichwörtlich aufzufassen. Jemanden in den Knast schmeißen, das heißt, es ist wieder eine Bewegung im Raum, in einen bestimmten Raum hinein. Sie ist nicht anfassbar, ja. Fuckable im Sinne von, aber gleichzeitig anfassbar. Also das heißt, sowohl das eine wie das andere. Interessant wird es hier, ich mache es dir frei und gleich. Das Gleiche ist natürlich ein Wortspiel hier an dieser Stelle, in dem es darum geht, nicht einen zeitlichen Bezug herzustellen, sondern einen gleichen, der einen räumlichen Bezug darstellt, nämlich den der Waage. Mein Lieblingssatz in diesem Lied ist im Übrigen, oder da habe ich mich sehr gefreut, dass selbst dieses Element noch auftaucht, ist der Schirm. Also das Beschirmen, dass man sich so vorstellen kann, als natürlich dadurch ein räumlicher Bezug hergestellt wird, der sich schützend über einen Bereich legt. Und auch das wird noch natürlich unten in dem nächsten Vers anzitiert, das Reich, also das ist mein Wille und mein Reich. Hier herrsche ich, mein Schutzbereich, kein Widerspruch. Und das beschirme ich, also beschütze ich. Und das Beschirmen ist natürlich eines der schönsten Verben hier mit einem konkreten räumlichen Bezug. Danach geht es wieder in den Chorus. Hier möchte ich Sie nur noch schnell auf Heavy und Alman hinweisen. Also Alman auf eine Konzeptualisierung für etwas typisch Deutsches. Also das heißt, das, was typischerweise für Deutschland stehen kann, heavy im Sinne von schwer. Wir hatten oben schon hart, also das kommt hart und schwer. Also das sind die Synonyme, die gebraucht werden können für mit Gewicht. Und daneben sehen Sie Diskutierbares wie viel und wenig. Stehen stramm, bezieht sich wieder auf die Haltung von Körpern im Raum, genauso der Gleichschritt, in dem marschiert wird. Und Sie sehen, wir haben insgesamt drei Strophen, zweimal den Chorus, und wir kommen aus der Analyse räumlicher Bezüge sehr schnell in sehr konkrete Fragestellungen, die weit über das hinausgehen, was man üblicherweise erwarten würde, wenn man über Sprache und Raum nachdenkt. Also dann, es ist eben sehr viel mehr als nur das Hier und das Da und das Dort, sondern es sind Lokaladverbialia, wir reden über Verben, wir reden über Toponyme, wir reden über Metaphern, die ehemals räumliche Bezüge haben, und wir reden über sprachhistorische Dimensionen, wenn wir zum Beispiel über Aspekte wie Vorstellung oder den Satz sprechen, die ursprünglich einen lokalen Bezug haben, aber diesen
mehr oder weniger verloren haben und als deiktische Elemente eben nicht mehr auf einen räumlichen Bezug hinweisen, sondern eben nur noch auf die Vorstellung, ja, auf ein Konzept von räumlichem Bezug und das metaphorisch ausbeuten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde jetzt noch ganz kurz einmal zusammenfassen, was wir bisher gemacht haben in dieser Vorlesung. Und zwar, indem ich mich noch einmal mit diesen vier Grundkonzepten, also diese vier Grundkonzepte noch einmal in Erinnerung rufe, also Origo, Organon, die Deixis, also die Modi des Zeigens und die Perspektivität. Sie haben heute an diesem etwas komplexeren Beispiel gesehen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen das unmittelbar greift. Ich habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, welche perspektivischen Bezüge sich hier darstellen. Einer sollte offensichtlich geworden sein im Beispiel, nämlich der von oben und unten und der von der Positionierung des Ichs, also wo das Ich sich selbst verortet. Das können wir aber auch gern in den nächsten Vorlesungen noch genauer betrachten und besprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ins Gespräch kommen über ein weiteres Beispiel, das ich vorbereitet habe. Vielleicht diskutieren wir auch noch einmal an diesem Beispiel weiter. Das würde mich sehr freuen. Für diejenigen von Ihnen, die heute zugehört und zugesehen haben, nicht Teil der Vorlesung sind, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und mit allen anderen freue ich mich jetzt auf den Austausch. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Woche, am nächsten Freitag wieder mit einem neuen Themenkomplex, mit dem wir einsteigen zum Thema Metapher. Darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe, Sie sind gespannt. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.